Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Wir suchen mal noch den Schatz, irgendeinen Schatz, einen großen Schatz. Und ich glaube, ich brauche dieses Fass nicht, oder? Ich schmeiß es mal weg. Ja. Wir gucken nicht nur nach großen Schätzen, sondern auch nach kleinen Schätzen. Schatzen? Habe ich gerade Schatzen gesagt? Ne. Okay, na gut. Los, Sully, hinterher. Sam ist schon vorausgerannt. Nathan, Victor, hier lang! Ganz schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Sein Leben, ha? Hoffentlich stürzt ihr nicht noch mehr ein. Ach, hey, das wäre ja nichts für mich. So. Ach Gott. Ich sag euch, wir werden gleich wieder auf alte Bekannte treffen. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Ach, okay, dann treffen wir erstmal auf ein Rätsel, ha? Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das ist Joseph Farrell und das ist Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Deine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ah. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Und sie brennt noch, ne? Sie glüht noch. In Deckung! Es war doch logisch. Runter! Jetzt haben wir sie! Na scheiße! Halt hinterhalt! Schneide den Weg ab! Ja, ich wollte mich decken. So, ja. Oh, wie sind die denn drauf? Ey, was ist mit denen los? Geht ja mal gar nicht klar. Ey, was hat denn der für einen Schutzpanzer drum? Sind die alle so? Was soll ich denn hier bei umzoomen? So, mit der Waffe oder was? Bringt mir doch nichts. Bringt dir doch nichts, Alter. Was ist mit denen verkehrt? Oh, was geht mit denen? Habe ich gecheckt. Aber was soll ich tun? Ich würde mich ja gerne irgendwo verkriechen. Hallo? Kommt der mir jetzt eigentlich nachgelatscht, der Typ? Oh ja. Ja, alles klar. Alles klar. Das kann länger dauern, Leute. Das kann länger dauern. Was geht denn da, ey? Das ist so unfassbar. Gar nicht, wo ich hin soll. Na scheiße! Ein Hinterhalt! Den schieße ich erstmal schön in den Arsch. Ich stehe jetzt total behindert. Entschuldigung. Oh. Oh, wartet mal. Oh, das war blöd.
Granate! Die gepanzerten wahrscheinlich auch irgendwie beschießen. Wo ist denn der eigentlich? Da kommt er. Oh, noch einer. Scheiße, lauf! Nate, lauf! Fuck. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Wie soll ich das nur machen, ey? Kacke. So, den. Komm her. Okay, da kommt schon wieder einer. Ich weiß halt immer nicht so richtig, wo ich mich hier verstecken soll, ehrlich gesagt. Ist das einer von uns oder ist einer von uns? Viele gesichtet! So. Hab sie gefunden! Wo denn? Ich sehe die leider nicht, ne? Oh shit. Oh shit. Oh Mann. Ich bin voll überfordert. Das gibt's doch nicht. Kacke. Vor allem, dass ich immer wieder von vorne anfangen muss. Das ist so nervtötend. Versuchen so oft wie möglich den einfach zu treffen wahrscheinlich. Und in Bewegung bleiben. Boah, da ist ja der nächste Typ. Ich muss in Bewegung bleiben und mich andauernd verstecken. Irgendwie so. Oh! Das war der falsche Knopf. Jetzt habe ich mich selber abgeballert. Ja, super. Keine Ahnung, ich sehe auch nichts mehr. Du bist auch keiner von mir. Verdammt. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die überhaupt treffe, ne? Oh, ist der down? Ich glaube, der ist down, ne? Okay, da kommt noch einer. Shit, shit, shit. Ah, ich habe keine Granate mehr. Verdammt. Oh nein! Nicht euer Ernst. Oh, meine Waffe. Verdammt. Ey, ich habe ja null Muni mehr. Ah, shit. Ah, danke, danke, danke. Wo bin ich? Ich bin verwirrt. Entschuldigung. Kleine Identitätskrise. Ey, was soll ich denn machen? Ey, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Mich verstecken, aber wo? Was habe ich denn überhaupt für eine Waffe? Okay. Und der lebt, der steht doch, oder was? Will er mich rollen? Ey, jetzt mal ohne Witz. Wo hänge ich denn jetzt hier bitte? Das ist ja kacke. Nein! Oh verdammt!
ich wollte darüber hangeln, aber ich komme wieder nicht klar. Ich komme einfach nicht klar. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Okay, ich muss nicht von vorne anfangen. Das ist okay. Ich brauche mehr Muni und sowas. Ich weiß es nicht. Wohin denn? Einfach weg, ne? Ah! Junge, hoch mit dir! Oh, was haben die für Knarren? Ich will seine Knarre haben, ne? Oh, verdammt. Oh, dieses Reingewerfen, also dieses nochmal reingeworfen zu werden, ist noch bescheuerter als. Ja, als andere. Mal gucken, wo ich hier wieder bin. Los, wir machen das einfach so. Weil ich die Waffe jetzt nehme. Gib mir doch mal die Waffe. Nein! Haben die mich jetzt im Sprung abgeknallt? Ich glaube, Takt, ey. Oh Mann, das wird dauern. Ja, mit der Waffe. Ich bin hier so mächtig auf dem Präsentierteller. Ich habe ja keine Möglichkeit, mich hier irgendwo zu verstecken. Brauch Schutz, ne? Wir sind da lang gegangen. Was ist denn der Typ? Da ist noch einer. Oh. Hier ist keiner! Ich muss mich mehr konzentrieren. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ist er weg? Er ist weg, oder? Er ist weg. So, wo sind die anderen? Da hinten ist einer. Oh, noch so einer. Scheiße, ich brauche Deckung. Brauche Deckung. Boah, ich bin so konzentriert gerade. Hallo? War das jetzt ein Gegner? Nee. Blick hier manchmal nicht ganz durch, wo die alle sind. Das ist auch so dunkel da unten. Wo sind die denn alle? Scheiße. Da drüben ist einer. Okidoki. So, Jungs, ist das jetzt ruhiger geworden? Waren das alle? Oh ja, ich bitte drum. Bist du okay? Ja, alles gut. Oh. Ja, hier drüben. Oh, ich muss sagen, ich war gerade am Anfang ein wenig überfordert, muss ich echt stehen, ne? So. Warum durchsucht er jetzt ausgerechnet was machst ihn? Du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Warten. Tasten da. Zeig mal her. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Ja, etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Ach, Mist. Ja, zwei ist besser als 12. Okay, ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt.
Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Oh, Kapitel 11. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Ja, und ob wir den Schatz wirklich in diesem Turm finden werden, wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Also bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.